Willkommen in Chicago oder wie Profis sagen, Chicago. Wir sind gerade angekommen, wir sind hier hochgetaucht und bewegen uns jetzt durch diese kleine Drohnenflotte hindurch, hoch zum Straßenlevel, nehme ich mal an. Um dort hoffentlich irgendwo den Colonel zu treffen, der uns ja noch eine Erklärung schuldet, warum er uns verraten hat. Nicht nur uns, sondern sein Land. Die ganze Welt oder noch schlimmer Amerika. Ja, ich bin Dennis und spiele weiterhin die gute Shelly. Die Upsi hier. Au! Was war das denn für eine Aktion? Werde ich hier durch die Gegend geflippt von diesen Zombie-Dudes. Womit sie nicht gerechnet haben, sind Raketen. Tja, und schon ist Ruhe. So schnell kann es gehen. Ja, ich mache jetzt hier keine Gefangenen mehr. Wir sind im Finale. Ich glaube, viel kommt nicht mehr. Also, ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch ist, aber ich meine, was soll denn jetzt noch? Ich meine, wie lange will denn dieses Spiel noch sein? Jetzt mal ernsthaft. Also, ich dachte ehrlich gesagt, das ist vielleicht so ein 8- oder 10-Stunden-Spiel. Das geht jetzt schon 12 oder sowas. Also, ich gehe davon aus, dass... Wow. Hey, Dude. Ich gehe davon aus, dass da jetzt nicht mehr so viel kommen kann. Nicht, weil es keinen Spaß macht oder so, sondern einfach nur, weil... Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man hat ja so ein gewisses Gefühl dafür, wie groß Spiele sind. Also, ich habe halt das Gefühl... Oh, da unten ist ganz schön was los. Ich habe halt das Gefühl, ich weiß ungefähr, wie... welchen Umfang Spieler einer bestimmten Produktionsqualität normalerweise haben. Und das hier ist ja ein typisches Double-A-Spiel. Dann auch noch ein Shooter, ein linearer Shooter. Ja, einer, der sich an Half-Life orientiert und nicht an Call of Duty. Dann wäre es klar, dann wäre es halt deutlich kürzer nochmal. Aber bei Half-Life-artigen Spielen erwarte ich halt auch keine 20-Stunden-Kampagne. Half-Life hat man ja auch in 12 Stunden durch oder so. Und deswegen ist mein Gefühl, das hier müsste jetzt irgendwie bald vorbei sein. Also viel kann da eigentlich nicht mehr kommen. Auch von der Dramaturgie her. Ich meine, wir sind jetzt ja schon in... Ah! Wir sind ja jetzt schon echt viel rumgekommen. Und jetzt war ja auch gerade dieser große Verrat von unserem väterlichen Mentor, dem alten Colonel, der uns die ganze Zeit immer durch die Gegend gescheucht hat. Was soll denn da jetzt noch groß passieren, sozusagen? Also, eigentlich kann doch jetzt nur noch eine Konfrontation mit ihm kommen und dann irgendwie das Ende. Wieso explodieren diese blöden Bomben nicht? Ich dachte, das ist doch jetzt hier der perfekte Moment, um da mal Bomben runterzuwerfen. Da irgendwie rüber? Nee, ne? Ich kann hier einfach runterhüpfen und gut ist das Ganze. Hui! Ich dachte, ich kann schön in der Landung noch diese Kiste hier zerhauen. Ich glaube, dafür hätte ich besser zielen müssen. Ah! Das ist jetzt aber ein fieser Hinterhalt gewesen. Das hat die überhaupt nicht interessiert, dass ich da ein Fass in die Luft gesprengt habe. So. Wir wissen ja schon aus dem Spiel, dass die Mutanten allergisch sind gegen diesen Photonenwerfer. Das müssen wir dann auch mal ausnutzen. Wenn wir hier nur auf Mutanten treffen, als Gegner, dann nehme ich natürlich den Photonenbeschleuniger. Hey Kollegen, kommt ihr her? Hier bin ich. Niemand? Auch allergisch sind sie auf explodierende Fässer. Beziehungsweise Kisten. Au! Sag mal, hört auf. Nein, stirb jetzt. Was, wieso stirbst du nicht? Ah! Ich bin etwas zu weit gesprungen. Das ist immer ein schöner Moment, wenn man dann es doch mal schafft, im richtigen Moment so ein Fass in die Luft zu sprengen.
in jedem Computerspiel ist das ein schöner Moment. Blöd ist allerdings, wenn das nicht reicht. So. Irgendwie hatte ich jetzt darauf gehofft, dass das mehr Schaden macht. Na? Also wirklich dieser Foam-Werfer, dieser Schaumwerfer hier, das ist wirklich die sinnloseste Waffe im ganzen Spiel. Ich weiß nicht, ob ich die schon einmal effektiver eingesetzt habe als eine andere Waffe. Also an einer Stelle eingesetzt habe, wo sie effektiver funktioniert hat als jede beliebige andere Waffe, inklusive dem Schlagstock. Ich habe das Gefühl, das ist echt ein sinnloses Ding. Hä, ich habe dich doch gerade erschossen. Das war der Quatsch. Noch einer davon. Oh, da ist immer noch irgendwo ein Zombie, der mit Fässern wirft. So, was ist das jetzt hier? Das müssen wir aufladen. Kurz gucken, dass ich hier nicht irgendwie genervt werde, während ich das mache. Da ist man ja ein paar Sekunden lang nicht so richtig gut verteidigt. Oh, natürlich. Erwischt. So. Jetzt ist hier offen. Okay. Speicherpunkt. Das war also richtig. Shelley, is that you? Hey, Crawford ist wieder da. Yeah. What's left? I managed to track the Colonel to Chicago. Turn the place into a war zone. We could hold up here trying to reach anyone, but it seems the GDF is in on it. Yeah, he was the mole. He used me in the demon core and threw me in a cell. Shelley, I need you to know that you can trust me. I signed on to this operation to prevent a disaster like this from happening. Was war das? Stop, Greywater. But forgive me if I'm not exactly in a place to be trusting anyone. I understand. You're getting close to the city. I've got eyes on what's going on, and I can help you pinpoint the Colonel's location. We can do this, Shelley, but you have to trust me. Sie hat jetzt schon dreimal gesagt, dass ich ihr vertrauen soll. Ich weiß nicht, ich glaube, ich vertraue dieser Person. Aber habt ihr das gesehen, wie ich hier einmal über die halbe Map gerade geflogen bin? Ich bin da irgendwie hier. Irgendwie losgesprungen und plötzlich war ich auf der anderen Seite dieses ganzen Gebiets. Irgendwie sehr seltsam. Ja, also die Crawford ist verdächtig, oder? Weil, ich meine, die hat immer zusammen mit dem Colonel quasi mit mir geredet. Also die war immer so eine weitere Figur, die irgendwie neben dem Colonel mit mir gesprochen hat. Und jetzt, wo der Colonel mich verraten hat oder offenbart hat, dass er ein Böses im Schilde führt und für mich irgendwie mein guter Freund ist, meldet sie sich und sagt dreimal in einem Gespräch, nein, mir, also mir kannst du aber vertrauen, also bei mir musst du dir wirklich keine Sorgen machen, der Colonel, ja gut, das hätten wir kommen sehen müssen, aber also, dass man mir vertrauen kann, ist ja wohl klar. Naja, ich weiß nicht. Kommt mir ein bisschen fishy vor, die Frau. Na gut, wir werden sehen, wohin das hier storytechnisch uns führt. Ich meine nicht, dass das Spiel jetzt von seiner Story lebt. Mal gucken. Mal gucken, wo das hinführt. So, jetzt können wir mal unseren Anzug nochmal upgraden. Prevents Overhealth Decay. Ja, das ist gut, das nehmen wir. Es hat mich immer genervt, dass wenn man, weil wir haben auch gerade 149 Lebenspunkte. Ist immer nervig, wenn man dann so viel mehr als 100 hat und das dann nach und nach runtertickt. Das gibt's ja bei Wolfenstein auch und bei anderen Spielen dieser Art. Oh oh. Was ist das denn für ein Höhlentroll? Sind wir hier bei Harry Potter oder was? Oder bei Herr der Ringe? Holy shit. Ist das ein Boss-Gegner? Vermutlich. Ist ja ekelhaft. Ich muss weg. Au. Ja, gut, dass ich das gemacht habe mit dem... dass das nicht decayed, meine Lebensenergie. Ach, der nimmt ja eigentlich mehr Schaden, wenn ich auf die kleinen Kerl schieße. Das
Panzer da oben. Na komm, jetzt nimm mal deine Arme weg, du. Auch wenn es nicht viel bringt, aber ich benutze jetzt trotzdem mal dieses tolle Schaumzeug. Nein, ich benutze jetzt auch nicht so viel Schaden. Alter, was ist denn das für ein... Der hat ja wirklich mega viel Leben, der Dude. Au! Bringt das Schild was gegen den? Okay, wir nehmen jetzt mal den Mother Flaker und versuchen mal damit hier ein bisschen aus der Nähe maximalen Schaden zu machen. Ah, jetzt ist er wieder weg. Okay. Dann ist wahrscheinlich eher der Iron Bow angesagt. So, wo ist jetzt wieder mein... Ah, ich habe da noch einen Raketenwerfer. So, ich habe ihn auf ein Viertel runtergehauen und habe dabei nur meine gesamte Rüstung verloren. Ach, guck mal, der Raketenwerfer funktioniert auf jeden Fall ganz gut gegen ihn. Ja, vor allen Dingen auch, weil ich wahrscheinlich jetzt dieses kleine Mutantenkerlchen in seinem Bauch treffe. Das erinnert doch ein bisschen an Total Recall. Auch einen typischen Film aus genau dieser Ära, die hier so ein bisschen parodiert wird im Spiel. Weil ein bisschen aufgegriffen wird. Richtige Parodie ist es jetzt ja nicht. Jetzt kommen auch noch andere Dudes. Nein. Ja. Oh, jetzt bin ich fast tot. Scheiße. Oh, da sind noch 13 Leben. Ja klar, wie soll man das denn schaffen? Alter Falter. Hier Lebensenergie. Hier ist noch was. Das war aber nicht wirklich Lebensenergie. Okay, also immerhin ist meine Energie wieder voll. Wenn ich jetzt hier weiter rumlaufe, ohne mal auf jemanden zu schießen, dann wird das nichts. So. Okay, so ein bisschen wenigstens für Ruhe gesorgt. Da ist der Große wieder. Boah, das ist jetzt aber hier echt ein bisschen anstrengend, muss man ehrlich mal sagen. Ich hoffe, die spawnen nicht unendlich nach, sondern ich kann die hier einfach besiegen und dann kann ich mich wieder um den Großen kümmern. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nicht der Fall. Wo ist der Micro-Stinger? Hier. Nachladen, 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 weil dann haue ich ihm jetzt noch ein paar Raketen um die Ohren, damit ich den auch irgendwann mal wegknalle hier. Weil ich denke mal, er ist das große Problem. Und nicht die ganzen kleinen Dudes. Ah, guck mal, das ist gut. Die heften sich an ihn und dann kann er... Kann er von mir aus so viel rumlaufen, wie er will, wird trotzdem noch beschädigt. So, habe ich jetzt hier noch irgendwas? Weg! Dann einfach nur der Klassiker, Sturmgewehr draufhalten. Er hat doch nichts mehr. Ah. Photon Repeat. Ah nein, der ist leer. Plasmakanone! Stimmt, die habe ich ja auch noch. Macht doch ordentlich Schaden, oder? Ja! Okay, was ist das jetzt? Okay. Ein ganz toller, eine neue Waffe, oder was ist das? Was ist das denn jetzt, was ich hier eingesammelt habe? Psychic Giant's Head. Wenn das ein Psychic Giant ist, dann kann er ja vermutlich die ganzen anderen Zombies oder Mutanten oder was auch immer steuern. Das ist wahrscheinlich das, was hier gerade passiert ist. Das heißt, vielleicht können wir jetzt auch Mutanten steuern. Das wäre natürlich ganz cool. Naja, mal schauen. Dafür müssen wir erstmal wieder Mutanten finden, aber hier sind keine mehr. Dann gehen wir doch mal in die Stadt und gucken uns doch mal dort ein bisschen um. Ob wir da nicht ein paar Versuchskaninchen finden. Die das mit uns mal testen wollen, meine Theorie. Wieso fliege ich denn in letzter Zeit durch die komische Physikberechnung in dem Spiel ständig so wild durch die Gegend? Das ist irgendwie...
Ah, nein, ich kann Leute irgendwie so hochflippen. Aber so richtig geil ist das nicht. Ich hatte jetzt zumindest nur einen Schuss damit. Das war irgendwie ein bisschen unterwältigend. Wenn ich mal ehrlich bin. Ich hatte mir da jetzt irgendwie mehr erhofft. Ist hier noch irgendwas? Nö. So, das ist also Chicago. Sieht nicht mehr so gut aus. Da müsste mal einer durchkerchern, würde ich sagen. Wo ist der Colonel? Wir suchen einen älteren Mann mit Schnauzbart. Sollte relativ schwer zu übersehen sein, denn es vermutlich wird er begleitet von einer riesigen Armee. Wo ist der Mann? Wo ist der Kerl und möchte gerne sterben? Kann man durch die Tür? Nein. Die Farbgestaltung, die gefällt mir aber gut mit diesem Orange-Lila. Sieht ganz cool aus. So. Weg damit, weg damit. Alle Drohnen müssen weg. Ah, die Polizei kämpft gegen die Armee. Aber da helfen wir doch gerne mit. Gern geschehen, Jungs. Ich bin auf eurer Seite. Weh, ihr schießt auf mich. Dann gibt's Ärger. Okay. Wow. Warum nochmal genau? Also, ich weiß, das Spiel ist nicht so gut darin, sich zu erklären, aber warum nochmal genau greift der jetzt Chicago an? Der Colonel? Ist mir jetzt nicht so bis ganz zu Ende klar geworden, muss ich ehrlich sagen. Da sind jetzt Zombies. Irgendwie ganz viele. Okay. Why? Warum bin ich jetzt tot? You died it. Okay. Das habe ich jetzt auch nur bedingt verstanden. Warum ich da jetzt so schnell gestorben bin. Hat da jemand irgendwie eine Granate zu mir hochgeworfen oder sowas? Ja, da muss ja so gewesen sein, dass da einer eine Granate zu mir hochgeworfen hat. Gut, ich glaube... hat das schon gereicht oder soll ich hier noch ein bisschen weiter mit Action machen? Mit dem Granatwerfer? Wahrscheinlich schon, oder? Solange bis hier keiner mehr steht. Sinnvollerweise, bevor ich da runterspringe. Ach, guck, es ist alle. Na dann. Geronimo! Ab ins Gefecht. Hallo, guter Mann. Zack. Ach, es ist immer so befriedigend, wenn sie brennen und dann umkippen. Sätze, die man nur über Videospiele sagen sollte, nicht über irgendwas anderes. Ist in jedem anderen Zusammenhang keine gute Idee. Da offenbart man sich nur als Psycho. Ich habe ihm gerade seinen kleinen Rucksackkumpel runtergeschossen. Oh. Oh. Nicht so ganz verstanden, warum diese kleineren Dudes sich dann so auf den Rücken setzen bei den großen Typen, aber es sieht auf jeden Fall niedlich aus, also es wird schon irgendeinen Sinn haben. Ich spielmechanisch halt einfach noch nicht beobachtet, was dann jetzt passiert, ob die dann, wenn die neben einem stehen, runterspringen und einem dann auf den Kopf springen oder sowas von da. Keine Ahnung. So, ich gucke jetzt erstmal hier hinten, ob hier irgendwas ist. Das sieht aber ehrlich gesagt nicht so aus, als würde es hier weitergehen. Ja. Und da haben die Designer dann auch irgendwie, hat es ihnen so ein bisschen die... Da hatten sie dann keine Lust mehr. Ist so ein bisschen die Ideen ausgegangen. Ja, wir haben hier so eine riesen Fläche hinten noch, mit Schutt und so. Da kann man auch langlaufen, da braucht man so 30 Sekunden, um da hin und her zu laufen. Nee, finden kann man da nichts. Das ist einfach nur da. Aber warum können wir das denn dann nicht einfach vorher schon mit Schutt blockieren, dass man da gar nicht langlaufen kann? Ach, ja. Vielleicht machen wir da ja später noch was hin. Also auch diese Bodenbelag, Straßenbelag, Streifen, die könnten wir auf den Boden packen. Oder
Hear me out, wir können sie auch einfach 30 cm über dem Boden schweben lassen. Das ist auch cool. Lasst uns das doch so machen. Irgendwie hat von den Entwicklern, wie oft bei Spielen, keiner damit gerechnet, dass tatsächlich jemand bis in den letzten Level kommt. Oder in einen der letzten Level. Das würde dafür sprechen, dass das jetzt hier bald zu Ende ist, das Spiel. Müsst ihr mal beobachten. Tatsächlich sind ganz oft die letzten ein, zwei Missionen in so missionsbasierten Spielen, die jetzt vielleicht auch nicht nur vier Stunden lang sind, sondern eher so 10, 15 Stunden, sind oft so ein bisschen weniger aufwendig gestaltet. Ein bisschen, ich will nicht sagen schäbiger, aber so. Auf jeden Fall sind das nicht die ganz starken Aspekte des Spiels. Oft kommt dann auch nochmal eine Tiefgaragen-Level oder ein Kanalisationslevel oder so. Weil es ist nun mal leider die Realität, in der wir leben, dass die meisten Spiele nicht durchgespielt werden. Und die meisten Spieler das nie sehen werden. Das heißt, die ersten Level müssen knallen. Damit die Leute dein Spiel gut bewerten, müssen die ersten drei Level halt richtig geil sein. Dann vielleicht nochmal ein Höhepunkt nach der Hälfte des Spiels, so dass du das Gefühl hast, okay, ich habe jetzt 5 bis 8 Stunden gespielt. Das hat sich gelohnt, das war geil. Und dann brechen die meisten Leute sowieso das Spiel irgendwann ab. Ja, es ist nun mal leider das, was man aus den Steam-Statistiken rauslesen kann, ist, dass im Durchschnitt bei AAA und AA-Spielen, also wurde jetzt nicht jedes einzelne Indie-Spiel untersucht bei dieser Statistik von vor 3, 4 Jahren, aber bei Double- und AAA-Spielen ist im Schnitt nur knapp 30% der Leute, die das Ende sehen. Tja, ist nicht so viel, ne? Ja, aber die Situation ist doch nur scheiße, weil du hier gerade alles zerbombst. Aber warum? Aber was ist denn überhaupt dein Plan? Doc, what the hell happened to the Colonel? Did you know about any of this? This is just as much a shock to me as it is to you. My guess is the power went to his head. With the demon core in his hands, he's driven only by his own twisted survival of the fittest ideology. He's about to find out just how wrong he is. Ja, aber ich verstehe ja nicht mal, was seine Ideologie ist. Also, wenn es wenigstens irgendwie er einen Plan hätte, um alle Leute zu Mutanten zu machen oder so. Irgend so einen total twisted, idiotischen Quatschplan. So Austin Powers Superbösewicht-Plan. Irgendwie sowas. Aber er hat ja gar keinen offensichtlichen Plan. Er hat jetzt einfach nur so eine Superwaffe und er ist irgendwie so zerbombt jetzt hier irgendwie die ganze Stadt. Aber wofür? Also hat das jetzt hier was mit der Superwaffe zu tun, sein Plan, oder nicht? Oder ist es einfach zufällig? Er hat halt den Demon Core und zerbombt die Stadt. Was ist denn sein Game? Was will er eigentlich? Könnt ihr es mir erklären? Schreibt es in die Kommentare. Gut, wir gehen hier nächste Folge weiter und versuchen rauszukriegen, was mit dem Colonel los ist und was er eigentlich vorhat. Und wir werden es natürlich auch verhindern, schon klar. Wir bewegen uns auf das Finale zu. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß mit Phantom Fury. Ich hab's auf jeden Fall. Vor allen Dingen habe ich Spaß daran, dass ich keine Ahnung habe, was hier eigentlich passiert. Ich spiele das jetzt schon seit 10 Stunden und ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich tue. Ich find's super. Das ist so ein bisschen wie Schläferz. Man guckt da ja diese Filme 2 Stunden lang bei den schlechtesten Filmen aller Zeiten und weiß am Ende immer noch nicht, was man da eigentlich gerade gesehen hat. Und ungefähr so geht's mir hier mit diesem Spiel. Die Story ist einfach so Banane. Die Handlung ist so unnachvollziehbar. Großartig. Ich liebe es. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.